Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Bettina, also aufgeruscht, hat eine Aktion gestartet zum Thema Fasching, wo jeder, der Videos macht, mitmachen kann. Und sie packt all diese Videos in eine Playlist, die jeder dann verlinkt. Das heißt, man soll zum Thema Fasching ein Video machen oder zum Thema Karneval. Und genau darum geht es jetzt heute. Was bedeutet für mich überhaupt Karneval, also Fasching? Ihr habt es schon gemerkt, ich habe immer Fasching gesagt und nicht, wie man es aus Köln kennt, Karneval. Denn ich komme aus Hamburg und in Hamburg ist es eben nicht so eine große Sache wie beispielsweise der Karneval in Köln. Ich kenne es aus dem Fernsehen, immer diese Karnevalssendungen, und es war nie so meins. Als Kind habe ich gerne Fasching gefeiert, das ist so typisch in der Schule, gerade Grundschule oder auch im Kindergarten, einen Tag haben, wo man Fasching feiert, sich verkleidet und dann werden Spiele unternommen, man schaut sich an, was die anderen Schönes als Kostüm haben und es bringt Spaß. Ich habe mich auch immer gerne auch außerhalb davon verkleidet und immer gerne verkleiden gespielt mit Freundinnen. Und trotzdem bin ich irgendwann, glaube ich in der 6. Klasse, hatte ich das letzte Mal Fasching, in der Schule raus aus dem Ganzen gekommen, da es einfach in Hamburg nicht üblich ist. Da gibt es dann eher Halloween, wenn überhaupt. Und für mich ist es eine tolle Möglichkeit gewesen, sich zu verkleiden, sich etwas Schönes auszudenken. Aber mehr war es dann auch nicht. In der 5. und 6. Klasse, als ich ja die Schule gewechselt hatte nach der Grundschule, waren wir eigentlich die einzige Klasse so, oder mit die einzige, die überhaupt Fasching gefeiert hat an einem gewissen Tag, wo sie gesagt hat, hier nehmen wir uns frei und feiern Fasching anstelle von normalem Unterricht. Ja, eben dieser typische Karneval mit Umzug und, kenne ich so in der Form gar nicht. Ist halt auch in Hamburg nicht so üblich. Deswegen ist das Thema Karneval weniger meins. Aber so als Kinderfasching verbinde ich damit wirklich schöne Dinge. Ich war gerne verkleidet. Mal als Hexe, hatte dann aber mehr das Gefühl, oh nee, das passt mehr zu Halloween. Hab's dann sein gelassen, war mal als Prinzessin. Und als ich kleiner war, war ich mal als Sonne. Goldmariechen hatte ich mal im Kindergarten, dann hatte ich auch mal Pirat, das war auch wiederum im Kindergarten, das war gleich sogar in der Krabbelgruppe noch, also in der Ganzgruppe mit den ganz Kleinen. Und als Fee war ich auch noch mit so einem Zauberstab und vielen Flügeln. Waren teilweise sehr simple und einfache Kostüme und teilweise aber auch einfach inspiriert von dem, was im Haus da war. Das ein uralter Haushalt ist bei mir, sind auch noch Dinge von meinem Vater von Kindheit an im Haushalt, was so Kostüme angeht oder einfach alte Klamotten, gerade Prinzessin. Ich hatte alte Hackenschuhe an von meiner Großmutter, hatte einen alten Unterrock an, eine alte Handtasche, so Spitzenhandschuhe und so eine Metallkrone beispielsweise. Das hat mir extrem viel Spaß gebracht, dieses Kostüm als Beispiel. Was ich auch hatte, ist als Ballerina, weil ich so ein Tütü von meiner Mutter hatte, also zwei Varianten, ein größeres und ein kleineres gab es. Sowas zum Beispiel auch. Und ja, Fasching habe ich auch immer gefeiert bei mir beim Ballett früher. Da gab es das auch immer und es hat mir Spaß gebracht. Gerade dieses Gruselige wie Hexe und so gehörte für mich mehr zu Halloween. Aber eben Fasching waren für mich mehr die anderen Ideen, die... Und es hat mir Spaß gebracht, einfach das Verkleiden. Daher habe ich mich auch immer recht früh schon, als ich kleiner war, geschminkt. Einfach dieses, ich verkleide mich mit Freundinnen und schminke mich dann passend. Also diese spielerische und weniger dieses, ich laufe geschminkt durch den Alltag. Ja, wie ist es bei euch so mit Fasching und Karneval? Kennt ihr es? Feiert ihr es? Habt ihr es jemals gefeiert? Welche Verbindungen habt ihr da? Vielleicht auch an die Kindheit oder ähnliches? Und von wo kommt ihr vielleicht auch? Das passt, gehört ja auch immer dazu, von wo man kommt und was man eben mit dem Ganzen verbindet. Weil in Köln ist es vollkommen anderes Thema und eine vollkommen andere Tradition als in Hamburg beispielsweise, hier jetzt bei mir. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten schaut gerne mal unten in der Infobox bei der Playlist vorbei. Da sind auch sehr, sehr tolle, vielleicht geschminkte Sachen dabei und Ideen, Inspirationen so, vielleicht für eine Faschings- oder Karnevalsparty auch ein paar Sachen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!